Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Und der Zukunft zugewandt. Ein neues DDR-Drama, was sehr interessante Ideen verfolgt, was dann aber leider auch ein paar Probleme hat. Was es genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Wir sind im Jahr 1952. Antonia hat mit zwei anderen Frauen viele Jahre in einem sowjetischen Lager gelebt. Und sie wird von der DDR, weil sie auch ursprünglich aus Deutschland kommt, zurückgeholt und aus dem Lager geholt. Und dort in der DDR kommt sie in ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt, nämlich Fürstenberg. Und dort wird ihr erstmal eine Wohnung und ein Job zugeteilt. Das ist alles ganz gut und schön. Das Problem ist bloß, die drei Frauen dürfen erstmal nicht darüber reden, wo sie herkommen. Denn das könnte die noch sehr junge Republik ins Wanken bringen. Dementsprechend, ja, muss sie das alles unter den Teppich kehren. Und der Film hat schon einige Längen. Die Thematik an sich ist echt interessant und man denkt sich so, oh cool, das könnte ein cooles DDR-Drama sein. Doch der Film ist dadurch geprägt, dass manche Charaktere einfach nichts tun, nicht antworten und nur gucken. Und ist damit vielleicht so das Leid verschlimmern wollen, aber das funktioniert, muss man sagen, leider so gar nicht. Denn man denkt sich so, meine Güte, sag doch wenigstens ja oder nein. Nein, sie guckt ihn einfach nur an zum Beispiel. Dementsprechend, das ist so ein bisschen schade. Ein kleiner Lichtblick, muss man sagen, ist die Tochter von Antonia. Die bringt Freude rein, weil sie endlich Sachen hier in Deutschland sozusagen erfährt, die sie nicht kannte aus der Sowjetunion. Sowas wie fließendes Wasser und ein richtiges Bett. Dementsprechend ist das für sie ein Riesending. Und auch für Antonia könnte es so gut weitergehen, denn sie ist die Direktorin vom Haus des Volkes, hat also einen relativ guten Job. Auf der anderen Seite verliebt sie sich auch noch in einen jungen Arzt namens Konrad, der auch ihre Tochter gerettet hat. Und es könnte eigentlich nicht besser sein, doch so wirklich abschließen kann sie nicht damit. Genauso wie eine ihrer mitgereisten Freundinnen. Und so steht man immer wieder kurz vor der Situation, dass es eventuell gleich zu Ende sein könnte, wenn man sich verquatscht. Das ist so die Grundstory. Wie gesagt, Längen hat der Film leider schon an manchen Stellen sehr, fand ich sehr schade. Story knapp 3 von 5 Punkten. Wäre mehr drin gewesen, könnte man etwas knackiger erzählen, etwas roughen auf jeden Fall. Schauspielerisch muss man sagen, ist Alexandra Maria Lara vielleicht hier eine von der Optik her sehr gut besetzte Schauspielerin, allerdings vom Schauspiel her leider gar nicht. Also das, was sie abliefert, da war ich, muss ich sagen, schon etwas enttäuscht, denn wir kennen sie eigentlich als von früher her eine sehr engagierte, sehr offene Schauspielerin, die mit sehr viel Elan da reingeht. Haben wir hier jetzt nicht so gesehen, muss man sagen. Also sie ist hier wirklich sehr dezent, guckt die ganze Zeit nur, versucht aber dann auch wieder Emotionen zu zeigen, was dann oftmals nicht so ideal funktioniert. Und an manchen Stellen ist das Schauspiel einfach nur so guckend, nichts tunt. Und da fehlt mir einfach der richtige Ausdruck im Gesicht. Vielleicht ist es gewollt, aber das ist leider so ein bisschen, ja, underacting oder ja, also nicht overacting, sondern genaue Gegenteil, dass einfach zu wenig gemacht wird. Ebenso Robert Stadlober, der den Konrad, also den Arzt, spielt, der ist auch oft an vielen Stellen so ein bisschen, guckt der immer so wie so ein erschrecktes Reh, muss man leider sagen. Also der ist so ein bisschen so, wie jetzt, So, also egal, ob die Situation jetzt prekär ist oder nicht, er guckt immer so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und insgesamt ist der Cast bekannt, in Ordnung, der Rest ist auch gut, aber die beiden Hauptdarsteller sind eben nicht so gut. Die Tochter hingegen ist wieder wirklich sehr erfrischend und jung und das macht Spaß, ihr zuzugucken, weil so diese Neugier und dieses Neue und das eventuelle Nachfragen, weil sie was nicht versteht, das ist wesentlich besser nachvollziehbar als die teilweise nicht gezeigten Emotionen und einfach nur durch Gucken versucht zu zeigen, wie krass es gewesen sein muss. Dementsprechend und irgendwann hat man, denkt der Zuschauer sich dann halt vielleicht schon, okay, wir haben es jetzt gecheckt, dass es schlimm war. Aber sie kommt da einfach den ganzen Film nicht drüber hinweg. Und dafür ist vielleicht die Zeitspanne, die gezeigt wurde, von ungefähr, ja, ich würde sagen, einem Jahr maximal, zu klein. Dementsprechend
ist es, dass sie halt wirklich nicht darüber hinwegkommt. Und das Ganze beruht auch auf wahren Erzählungen und Geschichten. Dementsprechend Schauspiel. Der Cast insgesamt in Ordnung, die beiden Hauptdarsteller ziehen es so ein bisschen runter, 2 von 5 Punkten. Technisch muss man sagen, sieht der Film sehr, sehr schön aus im Sinne von Kulissen und Kostümen. Das ist sehr authentisch, sehr cool gemacht. Vor allem, wenn man sich denkt, damals war es ja ganz am Anfang der DDR. Also alles war noch neu und dass sie das hier hingekriegt haben, dass das auch alles so authentisch und neu und frisch aussieht, weil auch wenn es heute diese Gebäude und Wohnungen und Schauplätze noch gibt, sehen die natürlich schon ein bisschen runtergerockt aus. Dementsprechend, hier ist es schon echt authentisch cool geworden. Da hingegen muss man sagen, ist die Kamera teilweise leider so ein bisschen zu wackelig im Sinne von, sie ist oftmals lange Einstellungen, aber sie drehen hier halt nicht mit einer Steadicam, sondern laufen einfach mit der Kamera um die Protagonisten rum. Und das ist schon ein bisschen sehr anstrengend auf Dauer. Es wirkt so ein bisschen gewollt anders, anstatt sauber zu produzieren. Und das gibt dann wieder statt 4 Punkten, was es insgesamt wäre, einen Punktabzug auf 3 Punkte. Da wäre mehr drin gewesen, definitiv. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ihr merkt schon, ich finde den Film ein bisschen schwierig. Die Geschichte ist an sich sehr interessant, sehr cool umgesetzt. Ich finde Alexandra Maria Lara jetzt nicht unbedingt als beste Besetzung in dieser Rolle. Und wenn, dann hätte sie mehr spielen müssen. Und oftmals wirkt es auch teilweise so, als wenn Dialoge nachgesprochen werden im Studio oder nachsynchronisiert. Und das ist dann eine ganz andere Tonebene, das hat so gar nicht funktioniert. Und insgesamt ist es sehr schleppend. Und ich muss sagen, dieser Film lohnt sich nicht wirklich im Kino sich anzugucken. Da reicht es auch vollkommen, wenn man sich den zu Hause mal anschaut, wenn man sich dafür interessiert, weil er wirklich ein sehr langsames Tempo hat und nicht wirklich fürs Kino groß aufgefahren wird. Dementsprechend Empfehlung, knappe 3 von 5 Punkten. Und dementsprechend sind wir auch dann halt insgesamt bei gerade mal 11 von 20 Punkten. Da wäre definitiv mehr drin gewesen. Vor allem technisch ist ja eigentlich ein cooles Ding mit den Kulissen und allem. Vor allem auch mit theoretisch mit den Schauspielern, weil die ja sehr viele gute Schauspieler wir haben. Aber die beiden Hauptdarsteller ziehen das so ein bisschen runter, dass sie einfach nur die ganze Zeit so gucken wie ein Reh vom Autoscheinwerfer. Und das ist so ein bisschen schade. Dementsprechend insgesamt nicht unbedingt fürs Kino, vielleicht für zu Hause kann man sich das gerne dann mal anschauen. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao!